Jo, nach einem kleinen Snack, nenne ich es mal so, zurück mit, ja, nicht Final Fantasy, nein, ah, mein Gott, ich hab Schluck auf, wer denkt bitte jetzt an mich? Wenn einer an mich denkt, dann sagt mir, los. Oh mein Gott, ich hasse Schluck auf, nein, doch, ich hasse Schluck auf. Nicht Final Fantasy, sondern Zelda, Ocarina of Time. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Ich hab die. Sch ich. Oh, scheiß Schlucker, fick dich doch. Oh mein Gott, jetzt schlage ich mich schon. Oh. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Sofa. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Denn ich bin der Dekobaum. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos von. Oh, ruhelos und von finster. Oh, Alter, leck mich. Und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Sofa. Nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Oh ja. So sei es. Tritt ein, tapferer Sofa. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee. Unterstütze Sofa. Und du, Sofa, höre mit. Pfeiltaste, oder was auch immer das sein soll. C-Taste nach oben, Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Und nun lasset mich euch fressen und tretet in meinen Mund ein. Ja, ich werde nicht nur Ocarina of Time spielen, ich werde wahrscheinlich, mein Gott, noch mehrere Gameboy-Spiele von Zelda spielen, wie, keine Ahnung, wie die alle heißen. Dann The Minish Cap zum Beispiel und so ein Kram. Dann werde ich mal Majora's Mask noch spielen, dann werde ich davon noch die schwerere Version spielen, wo alles komplett anders ist. Jeder Tempel, jeder Dungeon und so ein Kram. Ich weiß nicht, wie das ganz genau heißt. Mystic Quest oder so ein Kram. Und ich hasse meinen Schluck auf. Und ich wurde getroffen. Ah ja, oben links seht ihr mein Herzchen. Das heißt, Herzchen 0. Ich habe bis jetzt ein halbes Herzchen verloren. Herzchen 0 gleich tot. Das ist eine Deko-Nutz. Kann ich werfen, damit ich Gegner so paralysieren kann und so ein Kram. So, stirb, stirb, stirb. Mein Gott. Prügelt euch deutlich mit mir. Wenn ihr doch alle wisst, ich bin stärker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und ich habe ganz vergessen, was ich eigentlich alles noch so sagen wollte. Ja, mein SMW-Projekt ist immer noch pausiert. Habe ich das überhaupt schon mal gesagt? Wenn nicht, dann ist es pausiert, denn ich warte darauf, dass mein Gamepad endlich mal ankommt, per Post. Und irgendwie kommt es nicht. Irgendwie sollte ich mir vielleicht noch ein neues bestellen. Keine Ahnung. Ja. Und listen. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an die Pflanzen hier aufklettern. Weise Worte. Aber ich will es nicht machen, weil da oben Gegner sind. Eine Schatztruhe. Ja. Habe ich doch gesagt, die Labyrinthkarte, wow. Ich hab gesagt. Ja, blaue Räume sind die ich aufgesucht habe. Und blinkende Räume, also ein blinkender Raum ist dort, wo ich bin. Jetzt seht ihr unten rechts so eine Karte. Das ist unglaublich. Und jetzt listen. Meine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Mann, Schluck auf, geh endlich weg. Fick dich doch ins Kino, scheiß Schluck auf. Mein Gott, ja. Was mich nur regelrecht hier stört ist. Oh ja, komm, yeah. Dass ich als Held nicht sprechen kann. Ich höre zu und. Und rede ganz stumm mit den anderen Leuten. So, bei dem Tier ist dieser Trick, man muss einfach nur stehen bleiben und. Für mich Vergebung, Herr. Lass du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue?
springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Button, womit man geht, nach vorne, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprung klappt. Ich hoffe, ihr hört meinen Scheißschluckauf nicht, außer wir kommen so schnell an. Probier es einfach aus, wenn du Mut... Weiter kann ich nicht lesen, weil der Text weg ist. Irgendwas, wenn du Mut hast oder so. Und dann noch ein anderer Satz. Mein Gott, regt mich dieser Schluckauf auf. Ja, häng dich auf, komm. Mein Gott. Ah, oh, ich hoffe mal, jetzt ist er weg. Die fehlen, Leute. Im Gegenstandsmenü, im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C-Button links unten oder rechts platzieren. Dieser Schluck auf irgendwie aufdrücken. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen, halte C und ziele mit den Steuerbutton, lass C los, um die Kokain abzuschießen. Oh, der Schluckauf tut mir leid, Leute. Boah, ich habe aber keine Lust jetzt, weil ich Schluckauf habe, die Aufnahme irgendwie abzubrechen. Boah, langsam regt er mich wirklich auf. Wenn du sofort schießen willst, halt C etwas länger gedrückt und lass dann los. Oh mein Gott. Ja, jetzt zu meinen Gegenständen. Tadadada. Dich will ich darauf. Wie geht das? Ach du Kacke, was habe ich darauf? Oh mein Gott. Dies so. Ja, komm. Und fertig. Und jetzt mache ich so. Geh dann. So, mach dann bumm. Bam. Und jetzt mache ich so. Mein Gott, die Steuerung muss ich aber... Der Steuerung muss ich noch fallen und abrollen. Yay. Oh mein Gott. Ich trinke am besten gleich was. Vielleicht hilft das. Irgendwie. Oh mein Gott. Ich habe gerade voll auf den Fernsehen geachtet und nicht hier. So, jetzt können wir nämlich Bion hoch und dann. Damm. Stirb, Skulltulas! Spinnenartigen Viecher, so. Ein Rubin! Denn ich hab 8 Rubine! Denn. Weil wenn ich die jetzt nicht weggemacht hätte, und hätte versucht hier hochzuklettern, hätten sie mich attackiert. Genau deswegen habe ich sie weggemacht. Dim. Oh mein Gott, so. Und eine Riesenskulptur, seht sie euch an und dann macht man Miau. Man wartet einfach, bis sie sich umdreht und dann Miau. Und das war eine Skulptur. Und ich kriege Deku-Kerne, ist ein kleiner harter Kerne, du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Oh, ich hab gedacht, der Schluckauf ist weg und dann kommt wieder der Schluckauf zurück. Oh mein Gott. Als ob mich der Schluckauf so hassen würde. Ja, hier, jetzt kann ich euch hier diese Stäbe zeigen. Und zwar, man zündet sie so an, läuft hier hin, macht das Ding dann so an und dann ist die Tür wieder offen. Wow, ist das unglaublich. Zeigt mir mal den Raum, Mann, bist du hässlich. Das wollte ich jetzt nicht wirklich machen. Und zwar, was man hier machen muss. Mann, ist das unglaublich. Das ist das Ereignis 2011. Noch ist 2011. Noch ist nicht Silvester. Noch kann ich keine Bälle anzünden. Naja, obwohl, ich könnte schon anzünden, aber... Ich will Silvester richtig knallen lassen. Richtig so Passanten abwerfen? Nein, mach ich nicht. Als ob ich Passanten abwerfe, wie sie sich auskommt. So was würde ich doch niemals tun. Nein. Ich werfe auch keine Autos ab. Nein. Ich bin ein lieber Junge. Ich bin total lieb, total freundlich. Bam.
So macht man das. So macht man das. Dün, 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 bumm. So, oh mein Gott, du scheiß Gültula, du. Stirb. So, eine Kiste und er dreht die auf. Oh, ist das ein Killer. Und ein Herz. Dafür hätte ich hier gar nicht hingehen müssen. Aber hier, seht ihr dies? Das ist eine Spinne. Killt man sie, kommt da eine... ein Schmuckgegenstand raus. Sammelt man dies ein, du hast eine goldene Skulptur zerstört. Du erhältst dafür ein Skulptur-Symbol. Ja, Skulptur-Symbol. Was kann man damit anstellen? Später in einem bestimmten Dorf, ich weiß nicht, wie hieß das Ding? Gokiri-Dorf? Nein. Hieß es nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Die Stadt werde ich euch zeigen, da gibt's ein Haus. Da drinnen sind die Menschen verflucht worden und sehen so aus wie die hier. Wie die Spinnen. Ja, und wenn man genug Symbole gesammelt hat, kann man die befreien und sie geben einen Items. Wichtige Items. Nur leider sind die Skulptur-Symbole so beschissen zu sammeln, dass es einfach asozial ist, die alle zusammen. Oh mein Gott! Autsch! Komm, halt's Maul. Bumm! Gib mir einen Stock. Stöcker, ich will nämlich Stöcker. Stöcke, Stöcker, Stöcker. Ich nenn's gerne Stöcker, weil es so einen schönen Sprachfehler hat. Meine Güte, dieser Schluckauf sollte ich verpieseln. Denn dieser Schluckauf regt mich langsam echt auf. Oh mein Gott. Bären, Bären. Bauen. Bären. Komm, klettern wir mal hoch, obwohl da oben noch eine Spinne ist. So, ich will euch nämlich zeigen, was passiert. Komm, ich schaff's da durch. Schnell. Yay, die Spinne kann mir gar nichts, denn ich bin Ultimate. Seid ihr auch so Ultimate wie ich? Chuck Norris hat's mir erlaubt. Nein, voll unwitzig bin ich heute mal wieder. Ist ja unglaublich. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein toller Fail. Ich krieg die Kacke einfach nicht gebacken. Jetzt nochmal hoch, weil es ja so schön ist und weil es alle so doll lieben.